mach Blaulicht an. Was geht bei? Yo, korrekt, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Leute. Eigentlich wollte ich euch heute mit hinter die Kulissen von Spy City nehmen. Das geht aber noch nicht, das ist so eine riesengroße internationale Serie und da gab es so ein paar rechtliche Probleme. Aber es gab noch ein anderes geiles Projekt in Prag und zwar die Diplomatin mit sehr coolen Kollegen. Gebt's euch, wenn ihr Bock habt. Bis denn, danke fürs Zusehen. So Leute, wir sind hier in Prag. Ich suche Konstantin. Leider weiß ich noch nicht genau, wo er ist. Der soll hier irgendwo sein. Das Einzige, was ich hier gerade noch sehe, sind Polizeiautos. Und hier irgendwo muss der... Digga, da bist du ja. Was war das denn? Und ich hab ihn gefunden, Alter. Komm mal rein. Wir sind hier in Prag, in so einer Secret Bar. Kommt mal einfach mit hier. So eine kleine Hidden Secret Bar. Und hier gibt's verdammt leckere Cocktails. Cheers. A few moments later. Welcome to Prag! Das ist krass, wenn man so durch Prag guckt, dann sieht man diese ganzen grünen Lichter hier im Hintergrund. Und jetzt sind die Lichter gelb. Die sind echt gelb geworden, ja. Die Bierpreise hier ist Wahnsinn. Du fährst mit dem Zug hier nach Prag, kostet 4,50 ein Heineken. Sobald du die Prag-Grenze überquerst, kostet das Bier nur noch 1,50. So, und jetzt? Keine Ahnung, Alter. Wir sind hier irgendwo in Prag, in die nächste Bahn. Die ist irgendwo im Keller hier. Wir gehen einfach mal runter. Komm, komm, Moment, komm. Wollen wir mal ein bisschen Flipper spielen hier, wa? Ja, jetzt zeig ich euch mal, wie man richtig Flipper spielt. Richtig Spaß, Leute. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Du hast dein ganzes Geld im Flipperautomaten verloren. Ich hab mein ganzes Geld im Flipperautomaten verspielt. Ja. Willkommen in Prag! Erzähl mal deine Story von dem Roller hier. Ja, vorgestern Abend war Abschlussparty von Spy City und ich bin so um 1:30 reingezeckt, hatte natürlich einen riesen Hunger. Hab mir dann bei Kentucky erstmal 2 Burger geholt, eine Pommes und was zu trinken. Hab das dann also in der Tüte ab, dachte ich esse in Ruhe im Hotel, hab mich auf den Roller gestellt. Und ganz Praha ist voll mit diesen Kopfsteinpflaster. Jetzt halt gar nicht fahren. Natürlich auch ein bisschen angetrunken, ein paar Bier gezischt, komme im Hotel an, voll hungrig, Alter, mach die Tüte auf, ich guck rein, sind nur noch die Pommes da, Alter. Digga, der Rest rausgefallen, unten in ein Loch in der Tüte, ich hab's nicht gemerkt, wie das rausgefallen ist. Abtönen, Alter. Da ist mal die Burger weg. So, gehen wir mal auf den Weihnachtsmarkt, oder? Jo. Ich bin gar nicht dabei. Boah, geil. Guck mal da, ein ganzes Schwein. Welcome to Prague.
größere Füße als ich. Wenn du am Arsch bist, weißt du, was die für harte Zähne haben. Ja, Connor, hättest du das gedacht? Hast du das gesehen? Das ist einfach verrückt, Digga. Ui! Willkommen beim nächsten Set, die Diplomatin, fünfter Teil. Es ist jetzt kurz vor acht, wir sind schon seit 2,5 Stunden hier. Maske, Kostüm, heute sind irgendwie viele Schauspieler hier, es wird sehr schnell kalt. Da ist das Catering, wir gehen mal da reingucken, was da so, was hier so in Prag für ein Fraß gibt am Set. Alles ganz gut, hier gibt es morgens schon Mittag, leckere Pasta. Das ist dann der Rest von letzter Woche zusammengemixt mit ein bisschen was Neues. Das erste Mal treffe ich meinen Bobby am Set. Ja, nee. Wir haben uns oft getroffen, Mann. Überall, aber noch nie haben wir uns am Set getroffen und alle endlich, Mann. Heute rocken wir es. Ja, heute machen wir es zusammen. Das sind dann noch auch immer die geilen Momente die am geilen Set, oder? Total. Guck mal, drehst du im Ausland in Prag und dann kommt da noch einer deiner besten Homies, dreht auch mit. Wir haben das zufällig rausgefunden, als wir segeln waren zusammen, gerade eine Woche in Griechenland. Also ja, ich drehe am Ende des Jahres noch für die UFA in Prag. Krass, ich auch. Was denn? Wie heißt denn das Diplomat? Ey, ich auch. Nein! Was ist ein Apfel, Bruder? The apple in the day keeps the doctor away. Mal los. Ah, hier ist es ja. Wow. Alles gut gelaufen? Ja, super. Der Take war wirklich gut. Lief klasse. Wir hatten einen schönen Take. Der war wirklich gut. Der Take. Aber? War gute Energie. Ich war schön auch ganz schön von oben herab. So. Ja. Okay.
sieht's hier aus? Ich drehe Doku gleichzeitig, drehe Film gleichzeitig und mache gleichzeitig FaceTime mit meiner Liebsten. Wenn das mal nicht Multitasking ist. Thanks. Gehen wir mal kurz weiter ein bisschen. Mal so ein bisschen gucken, was die Leute hier machen. Yes. Die Dame hier ist nur für uns da. Sie ist nur dafür da, das amerikanische System, die Schauspieler sich wohlfühlen und alles bekommen, was sie wollen. Thank you. Gerne. Wir gehen mal weiter nach hinten. Mein Name ist Vetter Konzi. Konzi macht Konzi als Kameraassistent, also jetzt hier die Chefin. Das sind die von der Baubühne. Wir bauen hier alles rumzustehen. So, ist das später? Zwei, drei, vier, fünf. Sorry. Hier ist die Ausspielung. Also hier steht die Kombo, hier sitzt der Regisseur und guckt. Das haben wir es gegeben. Eine Kombo sagt man noch. Guck mal auf einmal. Warte. Weiter hier. Ist auch nicht schön. Der geilste Polizist der Welt. Hallo Kasse. Wir sehen uns. Fertig, also schon abgedreht für heute. Für mich war es das. Bin ich jetzt fertig? Setz mir meine Brille an. Dann muss ich halt den Weg nach Hause finden. Fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt einen kleinen Einblick hinter die Kulissen bekommen. Vergesst nicht, meine Glocke zu abonnieren. Lasst ein paar Kommentare da. Vielleicht habt ihr auch mal eine Idee, was ich sonst noch so drehen könnte in den nächsten Folgen. Und ansonsten wisst ihr wieder, stay tuned. Bis nächsten Sonntag. Peace.